Dann hauen wir doch direkt mal noch eine Multiplayer-Runde hinterher. Wie sieht's aus mit der Müdigkeit? Geht. Ich glaube, ich lalle mittlerweile ein bisschen, aber das ist es wert. Das ist es wert. Weißt du, eigentlich habe ich dem Steffo gesagt, dass ich das jetzt voll mit dem zusammenspielen würde. Aber der einfach nicht drauf geantwortet. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das mit dem zusammenspielen soll oder nicht. Aber ich glaube eher nicht, ne? Wenn ein Mensch nichts zu etwas sagt, dann ist das wahrscheinlich einfach ein Nein. Das habe ich jetzt die letzten Jahre gelernt. Daher wende ich jetzt an, was ich gelernt habe und gehe für mich auf Nummer sicher, dass wir wahrscheinlich nicht zusammenspielen werden. Was mich extra sad macht. But einfach. Butty, butty, butts. The most buttest of buttest, so. I can't believe it's not the butt. Hä, wo ist die Person? Hier, da ist die Person. Okay, alles cool. Wo ist diese Person? Ich suche diese Person. Sie ist pink. Das ist das ausschlaggebende Merkmal für mich. Wie kann das sein? Die pinke Person hat mich vernichtet. Ah, shit, vielleicht sollte ich mal nach vorne gehen, so ein bisschen. Oh, ass, Alter. Ich meine, Butts. Wie kann diese pinke Person das nur tun? Wie kann man beitreten? Muss doch meiner Freundesliste sein. Was möglich war, aber jetzt erstmal nicht mehr. Ich bin sonst nur am Freunde hinzufügen. Batz, sage ich dazu nur. Das war so ein Luck, okay? Die haben nur gewonnen, weil sie einfach richtig fucking lucky waren. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ah, ich habe keine Tinte mehr. Ich habe übrigens beschlossen, dass ich das Squid Kid in Splatoon mailen möchte. Dass ich den Squid in Smash Bros. Mainen möchte. Weil ich habe den jetzt ein bisschen gespielt und das fand ich eigentlich echt funny, so.
What? Wie der Dude da vorne einfach super fucking happy da einfach langläuft, so. What the fuck? Was ist da denn los? Excuse me, okay? Ah, shit, das war nicht gut gezielt. Das war schon ein bisschen besser gezielt, muss ich sagen. Mega gut. Ah! Verdammt, Schand. Ah! Junge, was soll das denn? Ja, offensichtlicherweise Karma, Alter. Hey, time to die. Oder auch nicht. Cool. Ah, sag ich dazu nur. What? Wo kommst du denn her? Du bist gerade ins Wasser gefallen. Warum stirbst du nicht, Mann? Trotz der Tatsache, dass ich das Gefühl habe, extrem kompetent zu handeln, muss ich sagen, dass ich mich echt dumm anstelle. Ich war nicht bei der Gamescom. Gamescom dieses Jahr hat mir leider nicht genug geboten, dass ich sage, wow, da muss ich unbedingt hinfahren. Und ich glaube, die Tickets waren auch mega teuer. Also war ich eher so, vielleicht nächstes Jahr, wenn sie keine 100 Euro mehr kosten oder wie teuer sie auch immer waren. Chris war hinter alle acht. Bei den Toiletten war ich. Ich kam nur raus, wenn es dunkel war. Ey, der High-Wasser-Move war insane, so. Übelst nice. Hat mich sehr amüsiert. Ich war nicht auf der Gamescom. Ich hatte da nichts verloren. Weder hatte ich ein Hotel, noch hatte ich sonstige Schlafmöglichkeiten, noch hatte ich ein Ticket, noch hatte ich eine Zugfahrt, noch hatte ich Zeit, da überhaupt hinzufahren. Daher, ich hab's auch vollkommen vergessen. Erst als ich so die ganzen Story-Posts von 1 Million Influencern auf Instagram gesehen habe, fiel mir ein, ach ja, es ist ja Gamescom. So, komplett vergessen einfach. Out of sight, out of mind. Und dann war Gamescom für mich mal gewesen. Warp. Wack. Wer denkt sich denn hier, dass er einfach in unser Revier reinschleichen kann?
Ich dachte, ich bin mal ein bisschen cocky. Geh einfach in die andere Basis rein und guck mal, was passiert so. Time to die. Sick. Nicht so sick. Also ihr könnt versuchen reinzukommen. Ihr müsst auf meiner Friendlist sein, was möglich ist, weil ich einfach gerade 1 Million Leute angenommen habe. Wenn nicht, dann nicht. So, ich bin erstmal fucking done mit irgendwelcher Friendlist-Scheiße, weil diese ganze Kacke einfach 1 Million Jahre dauert. Daher... Ich mag es, dass er angezogen ist wie ein Clown. Das war super knapp. Sick! Oh mein Gott, das fühlte sich nicht so an, als ob wir gewinnen würden. Ich habe echt gedacht, so, dass das haben die gerissen. Whack. So, was dauert hier jetzt? Ah, okay. Rückfang, was dauert hier so lange? Also ja, wer fair ist, der verlässt auch mal den Raum und lässt andere rein. Es wäre natürlich super fucking cute von euch, wenn ihr das tut. Kann ich natürlich zu nichts zwingen, aber... ist dann halt schon ein bisschen nett, wenn man das macht. Sick. Work, bitch. Fuck you, Alter. Das war nicht work, das war eher so slay. Da habe ich... vielleicht sollte ich auch mal aufs Spiel achten, nicht nur auf den Chat.
ich stecke hier im Schlamm fest. Oh, da kommt man halt auch einfach echt nicht mehr weg, ne? Ja, aber wenn du mit den Freunden spielst, dann bist du in einem Viererteam. Und dann hast du halt damit ein Team, mit dem du gegen Randoms spielst. Was halt fair ist, okay, kann man machen. Aber ich würde ja gerne, dass noch mehr Leute mitspielen können. Halt so viele wie möglich. Und da ist das hier halt die bessere Lösung. Weil da hast du dann halt dein Team und das Gegnerteam und alle zusammen sind halt eine Community. Und das ist ein bisschen cooler, finde ich. Das kann ein bisschen mehr. Der Fun-Factor ist da einfach nochmal höher. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch eine Runde hiermit und dann. Dann ist cool. Das sind einfach jetzt meine minütlichen Zielübungen, damit ich einfach lerne, mit dem Motion Aiming ein bisschen zu Motion Aimen. Also ich spiele im Solo-Modus und Freunde können mir dann halt über die Friendlist nachjoinen. Am liebsten würde ich natürlich so Custom Dinger machen, aber das funktioniert in dem Spiel nicht so richtig. Außer du willst halt einfach E-Sport-Lobbys füllen mit Spectatoren und dem ganzen anderen Moose, der da mit reinkommt und das ist halt alles so nicht so das, was ich will. So, ich habe keinen Bock, dass da irgendwelche Leute nur spectaten können. Das ist halt voll assi, Mann. What? Ich empfehle alle, die sich unsicher sind, welche Waffe sie spielen sollen, dass sie den Singleplayer einmal durchspielen und einfach mal alle Waffen ausprobieren. Was ist das denn für ein Quatsch hier schon wieder? Hä?
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich gestorben bin. Ach so, wenn man nachjoinen möchte über Freunde statt Solo. Ich habe nur irgendwie, ich habe nicht richtig hingeguckt. Vielleicht war das gut, ich weiß es nicht. Sieht okay aus. Ja, war ganz okay. Also du hast in jeder Story-Mission oder in fast jeder die Auswahl zwischen drei verschiedenen Waffen und da kannst du halt echt einmal so durchprobieren, was dir halt liegt.